1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt: Mein Mann ist ein Weichei. Ich möchte hauptsächlich mit Frauen sprechen, auch mit Männern, aber hauptsächlich mit Frauen, die eben genau dieses sagen. Die vielleicht früher, als sie ihren Mann kennengelernt haben, ihn ganz anders eingeschätzt haben und im Laufe der Zeit, vielleicht auch im Laufe der Ehe, hat er sich dann verwandelt zu einem Weichei und ihr sagt heute nur noch: Mein Gott, ist das ein Weichei. Gerne würde ich auch mit Frauen sprechen, die sich deshalb von ihrem Mann getrennt haben, weil er zu weich geworden ist und zu einem, ich sag's mal, zu einem Waschlappen mutiert ist. Ja, und vielleicht auch gerne noch mit dem einen oder anderen Mann, der von sich aus sagt: Ja, ich bin's und kann nicht anders. Und meine Frau sagt das auch immer zu mir und ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Mein Mann ist ein Weichei. Das ist unser Thema. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Der erste Anrufer heute ist in der Tat ein Anrufer, nämlich der Mike. Mike ist 31 Jahre alt. Hallo Mike. Hallo Domian. Ja, zu dem Thema. Ja, zu dem Thema. Ja, welcher Mann gibt schon gerne zu, dass er ein Weicher ist? Kaum jemand, ja. Ich gebe es zu. Und das war so vor circa 3,5 Jahren. Da bin ich mit meiner Freundin von der Party gekommen. Mhm. Ja, und wir trafen auf einen Trupp, der bekannt ist für Schlägereien und so. Und ja, ich habe mich kurz gesagt um Staub gemacht und meine Freundin habe stehen lassen. Oh, das ist natürlich heftig. Und ist dann was passiert? Ja, mir nicht. Nee, das ist klar. Aber haben die mit deiner Freundin irgendwas gemacht? Ja, haben sie definitiv. Klar, sie hat dritte Schläge abgebekommen, lag 4 Tage im Krankenhaus. Ach du lieber Gott. Und du bist abgehauen? Und ich habe mich aus dem Staub gemacht, ja. Was mir noch tiefst in der Seele und mir Albträume verschafft. Ich sehe diese Situation ständig vor Augen. Ja. Da bist du, die Situation war klar, dass die euch angreifen würden. Das war dir schon klar. Wir waren bekannt als Schlägertrupp. Ja. Definitiv. Und ja, es war, ich weiß nicht, eine Reflexreaktion. Dann bist du weggelaufen. Wohin bist du gelaufen? Ich hab das weitergesucht. Scheißegal. Renn. Ich wusste genau, heute trifft's dich, weil die sind bekannt. Jedes Wochenende gibt's Randale. Ja. Ja, wo bist du hingerannt? Querbeet. Einfach nur weg. Weg. Ohne Ziel. Ich bin einfach nur losgerannt. Hattest du ein Mobiltelefon in der Tasche? Nein, hatte ich nicht. Hattest du nicht. Aber irgendwo musst du ja angekommen sein. Wo bist du denn irgendwann dann angekommen? Bin ich bei mir zu Hause angekommen. So, und dann sitzt du zu Hause und deine Freundin wurde wahrscheinlich, du wusstest das ja in dem Moment noch nicht, oder hattest du es gesehen, dass die... Ich habe ihr nur noch zugerufen, lauf. Mhm. Und ja, und... Okay, dann kamst du also nach Hause und wusstest überhaupt gar nicht, was geschehen war, nur genau mit deiner Freundin. Wie ging es dann weiter? Ja, ich habe versucht, sie zu Hause zu erreichen, aber da ging immer nur der Anrufbeantworter an. Ja. Ja, bis ich dann am nächsten Morgen, also es war ja irgendwie 2-3 Uhr nachts, am nächsten Morgen dann die Eltern informiert habe oder beziehungsweise da angerufen habe, ob sie was von ihr gehört haben. Erst am nächsten Morgen, nicht in der Nacht noch? Nicht in der Nacht noch, nee. Noch ein Minuspunkt. Ja, das sind schon 10 dicke Minuspunkte. Ja, aber hallo. Hatte sie kein Handy bei sich? Nein, hatte sie auch nicht. So, und dann ist am anderen Morgen rausgekommen, dass die Frau im Krankenhaus lag? Ja, das habe ich dann von der Mutter erfahren. So. Die auch schon die ganze Story dann kannte. Ja. Wie lange warst du mit dieser Frau dann noch zusammen? Dann noch? Ich würde sagen, ab dato war Ende. Ab dato war Ende. Weil, gab es denn noch eine Aussprache zwischen euch beiden? Ja, nicht wirklich, weil dann wieder zum Thema der Sendung, mit so einem Weichei will ich nichts mehr zu tun haben, verpiss ich aus meinem Leben und kam einfach nur noch verbale Ausdrücke und was ich natürlich absolut verstehe. Allerdings. Es war
Wie lange war sie im Krankenhaus? Domian, es war eine Kurzschlussreaktion. Es ging einfach nur noch, ich weiß nicht, was durch meinen Kopf ging. Ja schon, aber das sagt ja was über einen Menschen aus, wie er auch in einer Kurzschlussreaktion handelt. Ne? Das ist, sagt ja was aus. Es gibt Leute, die in einer Kurzschlussreaktion auf die Typen losgegangen wären, um die Freundin zu verteidigen. Und es gibt das Gegenteil wie dich, der wegläuft. Wie lange war deine Freundin im Krankenhaus? Ja, 4 Tage. Sie hatte eine Gehirnerschütterung, einige Prellungen. Ja. Nichts, in Anführungsstrichen, nichts Schwerwiegendes. Aber jetzt nochmal dazu zu kommen, heute würde ich nicht mehr so reagieren. Das wollte ich gerade fragen. Was, man kann ja immer schlimme Fehler im Leben machen. Da ist ja keiner vor, ist keiner irgendwie vor geschont. Was hast du daraus gelernt? Aber das Gute ist, man lernt aus Fehlern. Ja, man kann daraus lernen. Ja, obwohl, ob man daraus lernt, weil ich gehe heute 180 Grad anders über die Straße. Ich warte förmlich drauf, dass ich in so eine Situation komme, um einmal klarzustellen, dass ich nie wieder so reagieren würde. Ja. Hast du dich denn ganz, ganz offiziell mal bei deiner Ex-Freundin wenigstens entschuldigt? Ich habe ihr Briefe geschrieben und persönlicher Kontakt. Sie möchte gar keinen Kontakt mehr mit mir. Mhm. Die Eltern blut ab, also da bin ich durch. Das ging laufen, wir waren ein Jahr zusammen. Ja. Wir waren auch kurz davor, eine gemeinsame Wohnung zu beziehen. Hat dich dein Verhalten, hat dich das selbst gewundert, warst du selbst über dich erstaunt und entsetzt? Ich war schockiert. Ich habe heute nur Albträume. Ja. Ich wach auf, nachts bin schweißgebadet und ja. Gab es denn früher schon mal in deiner, sagen wir, jüngeren Zeit oder Jugendzeit auch Situationen, die vergleichbar waren, wo du ähnlich drauf warst, dass du Konflikten aus dem Weg gegangen bist, was ja nicht schlecht ist unter Umständen? Das ist, glaube ich, das Ding. Ich hatte vorher nie irgendwie Schlägereien oder sowas. Das war wie die Entjungferung so. Ich hatte nie Effekte, nie Schlägereien, nie Ärger. Nun kann man ja froh sein, dass deine Freundin, wenn das auch sehr schlimm alles und sehr traumatisch für sie war, sie dann auch glimpflich davon gekommen ist. Es hätte ja sein können, dass sie für ihr Leben lang Schaden davon getragen hätte oder gar tot gewesen wäre. Ich will jetzt nicht... Aber es hätte ja alles passieren können. Wenn so eine ganze Horde auf jemanden einprügelt, kann ja alles passieren. Ja, absolut, ganz klar. Mhm. Ich bin erst mal davon ausgegangen, einer Frau tun wir nichts. Aber ja... Leider kann man davon auch heutzutage nicht mehr ausgehen. Leider nicht. Nee. Also, das Gute an der Geschichte ist, dass sich das aufgerüttelt hat und dass du von dir aus sagst, das wird und würde nie wieder passieren so. Ja, es hat mich zu sehr, glaube ich, aufgerüttelt. Ich glaube, ich laufe mittlerweile zu aggressiv rum. Ja, das sollst du auch nicht. Ja, es guckt mich einer nur schräg an und dann gehe ich direkt hin und sage, warum guckst du? Hier, was? Warum guckst du? Was willst du? Ich laufe von niemandem mehr weg. Das habe ich geschworen. Gut. Aber du sollst jetzt auch nicht besonders aggressiv auf Leute drauf zugehen, nur weil sie dich mal angucken. Ne? Du musst jetzt wieder das Mittelding finden, wie immer im Leben. Lieber Mike, danke. Aber wir gehen den besten Weg, Domian. Bitte? Ich sage, ist nicht einfach, aber wir gehen den besten Weg. Ja. Danke für den Anruf und danke auch für den Mut, das jetzt öffentlich zu erzählen. Da gehört ja auch schon was zu, dass man sich da so frei und nackt präsentiert, was man für einen Fehler gemacht hat. Aber gib mir Erleichterung und Kompliment an deine Sendung. Danke dir. Mike, alles Gute. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte gerne noch einen Satz zu gestern sagen. Gestern hatten wir am Anfang der Sendung ein Gespräch unter anderem über Hartz IV. Ein Anrufer hat angerufen, der Hartz IV bekommt und seine Freundin, das war auf den Strich geht und so weiter. Im Eifer des Gefechtes habe ich, glaube ich, das eine oder andere gesagt, was ich so auch nicht gemeint habe. Wir haben einige Reaktionen bekommen. Ich glaube, wir alle sind uns einig, wenn wir einfach festhalten, dass es natürlich in diesem Bereich Missbrauch und Missstände gibt, die man verfolgen sollte und ahnen sollte. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele bedürftige Menschen, denen Hartz IV nicht ausreicht und denen man noch viel mehr Unterstützung zukommen lassen müsste. Ich wollte es einfach nochmal sagen, weil wir einige Mails bekommen haben und Anrufe. Wie hat er das denn gemeint? Das kann er auch so nicht gemeint haben. Also ich habe es jetzt nochmal klargestellt und habe es nochmal so gesagt und glaube, dass wir da wahrscheinlich auch mit allen d'accord sind und mit den meisten Leuten übereinstimmen.
So, weiter im Text, weiter mit unserem heutigen Thema. Mein Mann ist ein Weichei. Und ich bin jetzt verbunden mit der Nicole. Und Nicole ist 19 Jahre. Hallo Nicole. Hallo Domian. Hallo Nicole. So. Und zwar habe ich ein Problem. Ja? Es geht um meinen Freund, der ist 27 Jahre alt. Ja. Also ein paar Jährchen älter als ich. Und wir sind jetzt genau seit anderthalb Jahren zusammen. Und in meinen Augen ist er ein Weichei. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber er... War es immer schon von Anfang an? Bitte? War also er? Am Anfang dachte ich, es wäre normal, dass er so nett und lieb und immer ganz nett ist. Aber mittlerweile denke ich, dass es irgendwie nicht mehr sein kann. So, was ist denn jetzt an dem Verhalten, was du sagen würdest, das ist für mich Weichei-Verhalten? Das es geht erstens darum, er hat einen Hund, also er hat einen Kampfhund. Und wenn er zum Beispiel alleine mit dem Hund unterwegs ist, hat er eine ganz große Klappe, sag ich mal. So, sobald ich dann, irgendwie ich dazu komme, dann, ja, mein Schatz, nein, und dann sagt er auch gar nichts mehr, egal wer uns dann entgegenkommt oder dann sagt er, ja, mein Schatz, und dann gibt er mir immer recht und dann sagt er halt nichts mehr zu den anderen. Dann macht er die anderen nicht an, dann ich bin da oder... Er denkt halt, wenn der Hund bei ihm ist, hat er großen Mund. Ja. Und sobald dann irgendwie ich und andere Leute in seiner Nähe sind oder der Hund nicht dabei ist, dann ja, ist okay, so, und dann also gehe ich dann lieber. Der Hund gibt ihm Stärke, wenn der Hund dabei ist, dann hat er eine große Klappe. Genau. Wenn der Hund nicht dabei ist oder wenn ihr beiden alleine seid, ihr beiden untereinander seid, da kann der Hund dann dabei sein, da ist er dann ganz, ganz, ganz brav. Genau. Und genau. Ja. Dann sag ich zum Beispiel zu ihm, Schatz, mach dies und, oder ich wasche gleich ab. Nein, ich mach das schon. Und dann, ich mach das schon. Und immer dieses Liebe. Ich bin ein Mensch, der braucht einen Streit in einer Beziehung, sag ich mal ein bisschen. Man das heißt, immer alles. Das heißt, er hält ja gar nichts entgegen. Wenn ihr mal streitet, knickt er gleich ein. Genau, und dann habe ich immer recht. Aber ich möchte gar nicht immer recht haben. Ja. Kannst du mal ein Beispiel nennen, wo es dich sehr geärgert hat, wo du dachtest, das kann doch nicht sein, dass der jetzt in allem plötzlich klein beigibt. Weißt du so ein Beispiel? Oh, da gibt es so viele Beispiele. Weiß ich nicht. Wir waren zum Beispiel, ich wollte meinen Geburtstag feiern und dann in seiner Wohnung wollte ich gerne meinen Geburtstag feiern. Und dann hat er gesagt, okay, 5, 6 Leute können ja gerne herkommen. So, dann waren es aber nachher 15 Leute. Normalerweise hätte eigentlich normalerweise gesagt, ja, jetzt reicht das mal, jetzt geht er mal raus. Nein, er hat gesagt, ja, lass ruhig alle rein. Ich sag, Schatz, wir haben da auch gemacht, 5, 6 Leute. Ja, lass, wenn du sie haben möchtest, lass sie alle rein. Das war seine Wohnung. Ja. Alles von der also könnte man ja auch sagen, ist ein gutmütiger, netter Kerl. Sehr, sehr gutmütiger. Ja. Und ich weiß, ich habe ihm das schon ein paar Mal gesagt. Er sagt dann, ja, ich meine das doch nur gut, ich liebe dich doch. Wir haben gestern, will ich ja sagen, gestern hier in der Redaktion noch darüber diskutiert, wann ist Mann ein Weichei? Ja. Und da haben viele Leute ganz andere, unterschiedliche Definitionen. Und da haben wir gesagt, okay, dann lassen wir mal die Anrufer erzählen, was die so sagen und wie die es so empfinden. Für dich ist das zu viel Gutmütigkeit. Zu viel für mich, genau. Ja. Hast du ihm das denn auch schon mal so gesagt? Ich habe ihm das schon mal gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, Schatz, du musst mir mehr Kontra geben. Ja. Aber er sagt dann, ja, aber ich liebe dich doch. Und ich weiß einfach nicht, was ich jetzt machen soll. Ich liebe ihn echt ganz doll. Ja. Aber kann das sein, dass dieses Verhalten, sein Verhalten dazu führt, dass du dich langweilst? Oft? Ja. Ja. Das habe ich ganz oft. Ich weiß dann nicht mehr so. Und dann sag ich ihm das auch. Aber er sagt, ich liebe dich ja. Und es ist natürlich was ganz Tolles, wenn man in einer Liebesbeziehung, in einer partnerschaftlichen Liebesbeziehung auf gleiche Stufe steht. Ja. Ne? Das ist das Allertollste, was man über, also es ist nicht gut, wenn man dominanter ist, und es ist auch nicht gut, wenn man drunter steht. Aber das ist natürlich ein großes Glück, so jemanden zu finden, mit dem man sich dann auch richtig reiben und kebbeln kann und ringen kann miteinander. Aber ich hatte halt vor, mein Freund jetzt, hatte ich schon mal eine anderthalbjährige Beziehung. Und da war das halt ganz im Gegenteil. Er war halt so macho, sag ich mal. Er hat mir dann halt verboten, sag ich mir, einfach hinzugehen. Er hat mir dann auch was gesagt. Ja. So, und jetzt ist das natürlich total das genaue Gegenteil. Ja. Schwierige Lage. Letztendlich wirst du ihn, der ist 27, wenn er so drauf ist, grundlegend wirst du ihn wahrscheinlich gar nicht mehr ändern können. Nein, ich möchte ihn ja auch nicht ändern von daher. Ich möchte bloß einfach, dass wir auch mal miteinander diskutieren können, dass er nicht nach dem ersten Satz mir recht gibt und alles Mögliche. Und ich weiß ja nicht, wie ich ihm das sagen soll. Und ich glaube, wenn du hast es ihm ja schon gesagt. Ich habe es ihm ja so gesagt. So, und wenn du es vielleicht noch klarer nochmal mit ihm besprichst und ihm das wirklich auch versuchst, verständlich zu machen, dass dadurch auch der Reiz verloren geht für dich an ihm, das ist ja so, ne? Ja. Vielleicht wacht er dann auf. Kann aber genauso sein, dass er halt so ist, wie er ist, dass man ihn da nicht groß verändern kann. Und dann wird das keine gute Perspektive für eure Beziehung haben. Genau, ich weiß halt nicht, ob ich mich jetzt lieber erstmal von ihm trennen soll.
Ja, aber ein Versuch ist es ja wert, nochmal ein gutes Gespräch zu führen und ihm das nochmal klar zu machen. Aber auf die Dauer passen dann so Leute nicht zusammen, wenn man so ein Empfinden hat wie du. Ja. Du hast gesagt, ganz am Anfang fandst du das noch nett so und sympathisch. Natürlich ist das in den ersten Monaten ist das ja immer so ein bisschen wichtig und ein bisschen lieb. Aber ich habe gedacht, so nach einem halben Jahr, so langsam. Aber ich sag dir, Nicole, man wittert das auch schon in den ersten Monaten oder sogar schon in den ersten Wochen, wie jemand grundsätzlich gestrickt ist, glaube ich zumindest. Das hätte ich so richtig merken sollen. War wahrscheinlich mein Fehler. Ja, aber du bist ja noch jung und da kannst du auch was lernen aus den Erfahrungen. Na gut, also versuch's nochmal, Nicole. Alles Gute, viel Erfolg und gutes Gelingen. Alles klar. Tschüss. Mein Mann ist ein Weichei. So heißt unser Thema heute und ich möchte gerne mit euch Mädels reden, die solche Erfahrungen mit Männern gemacht haben, ja, die für euch irgendwie Weicheier sind und zu weich sind und die irgendwie nicht so euren Vorstellungen entsprechen und ihr euch vielleicht vorher, so wie die Nicole es gerade erzählt hat, vorher in diesen Männern geirrt habt. 0800 220 50 50. Nächste Anruferin ist die Steffi. Und Steffi ist 23. Hallo Steffi. Hallo Domian. Du erzählst mir auch von deinem Freund oder von deinem Mann jetzt? Von meinem Mann, Von deinem Mann. Ja, und zwar ist es bei uns so, dass mein Mann regelmäßig nach dem Sex anfängt zu heulen. Och, ehrlich? Ja. Das kenne ich nur von Frauen. Ja, also und zwar ist das so, wenn ich mit meinem Mann über Sex sprechen möchte, das verkraftet er einfach nicht. Ja, aber ihr habt ja... Das finde ich sehr lustig. Ich finde das nicht lustig. Ihr hattet dann ja schon Sex. Ja, klar hatten wir schon Sex, aber es ist halt immer dasselbe. Beschreib mir die Situation. Ihr hattet heißen, knallharten Sex. Wie ist der Sex? Ist der Sex auch eher Blümchensex und sehr nach dem Motto, was denn schön, Mäuschen? Oder geht er auch schon mal ein bisschen härter ran? Nee, so richtig Blümchensex. Richtig Blümchensex? Ja, genau. Okay, und dann war es schön? Ja, und ich kann einfach nicht mit dem darüber reden, dass ich auch gerne mal was anderes ausprobieren möchte. Eins nach dem anderen, ich will mir das genau vorstellen. Dann seid ihr fertig? Ja. Und dann fängt er ohne so aus heiterem Himmel an, einfach an zu heulen? Nee, nicht einfach so aus heiterem Himmel, sondern ich sag ihm dann, hör mal, das war ja schon wieder dasselbe. Ach so. Und ich möchte gern mal was anderes. Und dann sagt er jedes Mal direkt, ja, war ich denn nicht gut genug im Bett? Und dann weint er. Ja. Aber das würde mich wahnsinnig machen. Da würde ich ausrasten. Ja, der ist so ein richtig harter Kerl normalerweise. So, vom Äußeren würdest du sagen, ist ein Tier. Ja, aber also, wenn es dann um dieses Thema geht, das verkraftet der irgendwie nicht. Ist er denn besonders angerührt, vielleicht durch eure sexuelle Aktivität, dass er da den Tränen näher steht? Oder fängt er auch an zu heulen, wenn ihr mal so nachmittags über Sex redet? Ja, auch wenn wir nachmittags über Sex reden, ja. Und er fängt nur an zu weinen, wenn ihr über Sex redet? Ja, genau. Nicht, wenn ihr über was anderes redet? Nee, nur über Sex, nur über dieses Thema. Und wie lange hält das denn an? Boah, bestimmt so 10 Minuten. Und wie versuchst du ihn dann zu trösten? Ach Schatz, so meine ich es doch gar nicht. Ja, war doch schon schön so. Ja, ich sag, ach Schatz, ich möchte einfach mit dir darüber reden, dass dir das halt nicht so gefällt. Ja. Wir sind seit 4 Jahren verheiratet und das geht ja nicht immer so weiter. Aber der Schatz weint dann immer noch. Ja. Und schluchzt immer, ich kann doch nicht anders und so. Ja, ich sag halt, ich habe ihm auch schon vorgeschlagen, wir könnten ja mal zusammen in so einen Sexshop gehen oder sowas. Ja. Auch nicht. Also im Klartext, der Sex ist dir, wir wollen es aussprechen, wenn es auch eine bittere Wahrheit ist, ist dir zu langweilig mit deinem Partner. Ja, genau. Du hättest gerne mal was Ausgefallenes, vielleicht ein bisschen härter. Ja, genau. Was ausprobieren, neue Erfahrungen sammeln und so. Ja, genau. So ist das immer die Missionarsstellung wahrscheinlich oder das Übliche halt. Ja, halt das Übliche, das, ne? Ganz Übliche. Mhm. Richtiger Blümchensex halt. Das hört sich jetzt im ersten Moment lustig an. Aber ich glaube, wenn man da so eng mit konfrontiert ist wie du, ist das auch nicht mehr lustig. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ne? Also ich habe auch schon überlegt, ne, ob ich mich von meinem Mann jetzt trennen soll, ne? Mhm. Weil das belastet mich total. Entzaubert dieses Verhalten deinen Mann für dich, was Sexualität anbelangt? Ja, klar. Ja. Sicherlich, ne? Ja. Du nimmst ihn eigentlich gar nicht mehr richtig ernst, ne? Ja, weil jedes Mal, ne, das macht ja auch keinen Spaß mehr, ne? Jedes Mal nach dem Sex werden heulenden Mann sitzen zu haben, ne?
Ja, aber dass du es dann aber auch immer wieder danach ansprichst, wo du schon weißt, dass er dann anfängt zu weinen. Ja, ich habe jetzt schon versucht, das zu ändern, ne? Mhm. Aber wie gesagt, ne, immer dasselbe, da habe ich auch keine Lust drauf, ne? Was hast du gerade gesagt? 3 Jahre seid ihr verheiratet? Seit 4. Seit 4 Jahren verheiratet? Ja. Seit wann weint er denn? Ja, da waren wir noch gar nicht verheiratet, ne? Ach so. Da war es halt noch normal, ne? Aber da habe ich mir noch nichts dabei gedacht, ne? Da habe ich halt gedacht, ja, okay, normaler Sex, ne? Aber jetzt langsam, nach einer Zeit, ne? Da möchte man schon mal was Neues, ne? Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? 2. 2 Kinder. Wie alt sind die? War klein wahrscheinlich dann noch, sehr. Ja, sehr genau. Klein. Was würdest du denn gerne machen? Hast du so konkrete Vorstellungen? Du sagst, mal in den Sexshop gehen, das ist ja noch nichts Aufregendes. Hast du so konkrete Ideen, was du gerne mal ausprobieren würdest? Nee, so konkret jetzt nicht, ne? Aber halt mal was verändern, ne? Ja. In unserem Sexleben, ne? Ja. Also könntest du dir auch einen Swingerclub vorstellen? Ja, klar, sicherlich. Ja, ne? Aber ist undenkbar mit ihm. Ja. Oder mal ein anderes Pärchen dazu nehmen. Ja, so ein Dreier oder so. Undenkbar für ihn. Ja, genau. Mhm. Oder mal so ein bisschen SM ausprobieren. Ja, nee, SM nicht unbedingt. Das ist nicht dein Ding. Nee. Ne? Also dann eher so mit anderen Leuten was und... Ja, oder halt auch wie 2 nur alleine, ne? Aber ja, halt mal was anderes, ja, ne? Andere Stellungen, ein bisschen... Ja, andere Orte, ne? Andere Rollenspiele. Andere Orte, genau, ja, sowas. Ja. Ja. Wie ist denn sonst die Ehe? So in der Familie, mit den Kindern, Alltag und so weiter? Ja, sonst ist eigentlich okay, ne? Der ist halt so im Alltag, ne? Eher so ein harter, ne? Muss ich jetzt sagen, ne? So ein bisschen macho-mäßig, ne? das sind die da, die nach außen den Larry raushängen lassen und zu Hause dann weinen im Bett nach dem Sex. Was macht er vom Beruf? Der arbeitet in einer Firma als Handwerker. Ach so, als Handwerker, also ein gestandener Kerl. Ja. Ja. Schon. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast schon überlegt, dich zu trennen. Nun trennt man sich ja natürlich auch nicht so schnell, ich sag mal, in Anführungszeichen nur wegen Frust beim Sex, obwohl ich das nicht runterreden möchte, wenn man eine junge Familie hat und den Partner sonst sehr gerne hat und sehr liebt. Also ja, ist die Situation schwierig für dich, ne? Ja. Mhm. Also schon nicht einfach. Ich meine, außer weinen, hat er denn mal irgendwas gesagt, wo man vielleicht anknüpfen könnte mal? Irgendwas erklärt oder? Nee, er meint halt, ihm würde das so gefallen, ne? Mhm. Er wäre eigentlich nicht so der für Neues im Bett, ne? Mhm. Ist ihm das klar, wie gelangweilt du bist und welche Gefahr da über euch und ihm schwebt? Ja, sicherlich, ne? Das wird er ja merken, ne? Ich habe auch mittlerweile überhaupt keine Lust mehr, mit ihm irgendwas zu machen, ne? Sexualmäßig, ne? Weil alles vorhersehbar ist und vorherberechenbar ist. Das wird ja immer genau. Ich kann schon genau sagen, wie das genau abläuft, ne? Mhm. Also glaubst du denn, ist eine wichtige Frage, glaubst du, dass der grundsätzlich vom Typ so ist, dass er nicht anders kann? Oder glaubst du, dass er einfach zu tranig ist und einfach den Hintern nicht hochkriegt? Und wenn er zum Jagen getragen würde, dann wird's schon gehen. Nee, ich denke einfach, dass der einfach so ein Typ ist, der einfach keine Lust hat, neue Dinge auszuprobieren. Das kann ja jetzt nicht so weitergehen. Ihr seid so jung noch. Wie alt ist dein Mann? 26, du bist 23. So könnt ihr jetzt nicht bis ins Rentenalter leben. Das geht nicht. Wäre er denn dazu zu bewegen, dass ihr mal zu einer Eheberatung geht? Nee. Auch nicht? Oh weh. Ich glaube, da wird er da auch in Tränen ausbrechen. Der redet ja auch mit anderen Leuten nicht über dieses Thema, ne? Wobei das gar nicht schlecht wäre, wenn er da in Anwesenheit eines Fachmanns in Tränen ausbrechen würde. Weil dann, der könnte schon damit umgehen, das wäre schon nicht schlecht. Aber man müsste deinen Mann dahin bewegen, dahin zu gehen. Also irgendwas muss ja passieren, sonst gehst du fremd irgendwann. Ja. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Also könnte passieren, ne? Gut, wenn du jetzt schon so frustriert bist, ich möchte nicht wissen, wie es in 3 Jahren ist oder in 4 Jahren. Ja, eben. Musst du ihm klar machen, musst du ihm das noch massiver klar machen, dass da fast die Ehe dran hängt. Und er muss auch irgendwie sich bemühen und mal ein bisschen bewegen. Ja. Und eine Bewegung wäre einfach mal so ein Gespräch mit einem fachkundigen Menschen zu suchen. Warum nicht? Ich habe auch schon mit Freunden, so Kollegen gesprochen, ne? Und habe sie mal gefragt, ob der mit denen darüber spricht, ne? Nö, auch nicht, ne? Wenn die so irgendwas unternehmen oder so und bei denen wird das Thema angesprochen, der ist immer derjenige, der überhaupt nichts dazu sagt. Leider ist das typisch Mann. Na? Sehr viele Männer sind genauso drauf und bringen die Frauen zur Verzweiflung durch so ein Verhalten. Ja,
Steffi, ich würde nur noch mal appellieren, ihm zu sagen oder ihm klarzumachen, wie ernst das ist. Ja. In der Hoffnung, dass er vielleicht so ein bisschen wachgerüttelt wird. Ja, hoffentlich. Und wenn er ein oder zweimal mit hingehen würde zu so einer Beratung. Ich weiß. So ja, wie ich habe ja schon mal überlegt, ob ich nicht einfach irgendwie einen Mann dazu holen soll, ne? Zum Sex oder wie? Ja, genau. Ein Mann? Ja. Ja, aber dann ist er wahrscheinlich, wäre ihm denn ein, wenn überhaupt ein Dreier, wäre ihm ein Mann lieber oder eine Frau? Ja, ich denke mal eine Frau, ne? Ja, dann hol eine Frau dazu. Ja, das ist für mich wieder blöd. Ach, das ist für dich wieder blöd? Das kann ich mir wieder nicht vorstellen, dann mit einer anderen Frau. Ja. Nee, ich glaube, das müsste man auch erstmal so irgendwie ein bisschen klären und nicht, wenn er da schon so verschroben ist, ihn da vor vollendete Tatsachen stellen. Mhm. Wer weiß, was das wieder auslösen würde. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich ihn nicht einfach vorm Sex jedes Mal abfüllen soll. Dann gebe ich ihm erstmal ein bisschen was zu trinken. Ist er dann anders? Ja, sicherlich. Ach, dann ist er anders? Ja. Ah ja. Ja, ich meine, mal so ein bisschen was zwitschern vorher wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ne? So als Testphase mal, nicht auf Dauer, ne? Ja, nicht auf Dauer. Um ihn mal so ein bisschen rauszukitzeln aus der Ecke. Ja, genau. Ja, ja, du wirst es am besten wissen und auf jeden Fall muss was passieren. Ja. Und du musst ihm sagen, dass das ernst ist. Ja. Damit er weiß, nach dem Motto, auch mit der Steffi kann es ja machen, die kann viele reden. Ne? So denken ja viele, die Mädels, die können ruhig darum erzählen. Bleibt ja eh alles beim Alten. Ja, ja. So soll es nicht sein. Eben. Liebe Steffi, alles Gute. Ja. Tschüss. Danke, tschüss. Mein Mann ist ein Weichei und schon wieder ist ein Mann hier. Ein Mann namens Matthias, 31. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt, dass du heute anrufst. Ja, und zwar das Problem liegt eigentlich daran, dass ich seit 9 Monaten mit einer Frau zusammen bin. Ja. Und die hat 2 Kinder. Ja. Und sie hat einfach ein Problem damit, dass ich sie einfach meinen Eltern nicht vorstelle. Ja, wie alt ist sie? Sie ist ein Jahr älter als ich, sie ist 32 und hat 2 Kinder. Wie alt sind die Kinder? 7 und 12. Ja, seit 9 Monaten seid ihr zusammen. Genau. Und du stellst sie nicht deinen Eltern vor? Genau. Und deinen Eltern umgekehrt nicht vor? Genau, ich verleugne sie, wenn das Telefon halt geht, dann sage ich eben halt, dass ich mit einem Freund unterwegs bin oder... Ach so, die wissen gar nichts von ihr? Nee, die wissen gar nichts von ihr. Also nicht nur, dass du die beiden nicht zusammenbringst oder die drei nicht zusammenbringst, sondern die denken, du bist solo im Moment, oder was? Genau, richtig. Warum machst du es? Ja. Ja. Ich habe einfach das Gefühl, dass sie einfach einen negativen Einfluss auf mich ausüben. Mhm. Lebst du noch bei deinen Eltern? Nein, ich habe eine eigene Wohnung. Bist aber viel bei deinen Eltern? Hin und wieder, doch, ja. Ihr wohnt in der Nähe? Wohnt auch in der Nähe, ja. Ja. Und kümmern sich deine Eltern viel so um dein Leben? Doch, sicher. Zum Beispiel? Die Mama wäscht noch die Socken. Nee, das auch nicht mehr. Das auch nicht mehr. Nee, das auch nicht mehr. Das ist nun auch schon nicht mehr. Aber das war vor vielen Jahren war das eben halt noch der Fall. Als ich noch 27 war, da war das noch der Fall. Mhm, da hat sie noch die Wäsche gemacht. Also bis 27 und nach 27 bin ich ausgezogen und dann ging das alles so seinen eigenen Gang. Ja. Nur hin und wieder... Ja, sonntags mal essen gehen oder eben halt abends mal telefonieren oder öfter mal telefonieren mit Eltern. Ja. Gut, das übliche. Haben die Eltern? Wer ist denn da so der Stärkere? Deine Mutter oder dein Vater? An dem du dich orientierst? Eher meine Mutter, doch. Würdest du sagen, dass du Mama-Söhnchen bist? Teils, teils. Also nicht... Also ein bisschen. Was Beziehung betrifft, schon, glaube ich. Ja, das heißt, die Mama hat immer schon früher sich die Mädels angeguckt. Nee, auch das noch nicht mal. Die hat nie was gesagt. Also ich habe einfach nur meine Sachen brauchen, also Schule, Studium und dann, weiß ich nicht. Und dann hat sich das eben halt so entwickelt, dass man in der Hinsicht dann nicht ehrlich zu den Eltern eben halt ist. Beziehungsweise, also ich denke mal, das aber würde warum? Vielleicht anders sein. Aber warum? Also in der Vergangenheit war es nicht so, dass deine Eltern oder deine Mutter da dir quasi Vorschriften gemacht hat, die ist doch nix und die ist zu dick und die ist zu dünn und die kommen jetzt gut im Hause und weiß ich was. Das war gar nicht so. Nee, das war nicht so. Mhm. Aber also ich kenne meine Eltern ja und meine Mutter besonders, weil die würde mir eher davon abraten, weil nun ist sie auch noch, ich sag mal halt arbeitslos und mit 2 Kindern und also der Hauptgrund ist, weil sie arbeitslos ist, weil sie 2 Kinder hat. Ja, das kommt doch dazu eigentlich. Mhm. Also eher so, warum ich nicht eigentlich so von 0 anfange und nicht, warum schon bei 30 anfange.
von der, bei der Skala bei Null anfangen, das wäre eigentlich normal und ich stürze mich in die erste Beziehung gleich mit zwei Kindern. Ach, das ist deine erste Beziehung? Das war meine erste Beziehung. Ach so, na, ich habe ja gerade gefragt, ob deine Eltern früher schon mit dir reingeredet haben bei Frauen. Das ist deine allererste Beziehung jetzt mit 30, 31. Genau. Du hast keine Frauen vorher gehabt? Ja, doch, aber keine Beziehung. Keine Beziehung. Hat die das nicht gewundert, deine Eltern, dass du keine Beziehung hattest? Oder war denen das sogar, war deiner Mutter das sogar ganz recht? Naja, also vielleicht nicht recht, aber ich sollte erstmal meine Ausbildung erstmal zu Ende machen. Also deine was? Meine Ausbildung. Die Ausbildung? Ja. Was hast du gelernt? Also ich habe studiert. Ja, was? Und, was? Pharmazie. Ja. Und gut, bin jetzt seit einem Jahr fertig und bin zwar jetzt auch noch auf Arbeitssuche, aber trotzdem, also... Also das ist schon so ein Elternhaus, die einen klaren Plan für ihren Jungen hatten. Der soll dieses machen, der soll die Ausbildung machen, der soll studieren. Und du hast dich da auch schön brav nachgerichtet. Ja, natürlich, weil man ja auch selber halt weiß, was wichtig für einen auch ist. Ist auch wichtig, aber irgendwann ist das ja auch mal fertig und dann... Hast du diese Ausbildung gerne gemacht? War das auch wirklich deine Überzeugung oder hast du es deinen Eltern zuliebe gemacht? Nee, das war schon meine Überzeugung. Bist du eigentlich Einzelkind? Nein. Wie viele Kinder gibt's noch? Noch eine Schwester. Ist die älter als du? Nee, 2,5 Jahre jünger als ich. Und hat die auch so eine enge Bindung an die Eltern, dass die Angst hat, wie die reagieren könnten? Ja, eigentlich genau dasselbe. Sie hat ihren Freund eben halt auch ein Jahr oder anderthalb Jahre eben halt verleugnet von ihren Eltern. Ach so, von den Eltern so. Und das ist dann irgendwann nochmal rausgekommen, aber das ist nicht das Problem, weil sie hat eben halt, fängt bei null an und ich fange gleich mit einer Frau an, die eben halt schon zwei Kinder hat. Ja. was könnte passieren? Bist du finanziell im Moment noch abhängig von deinen Eltern? Ja, leider. Also noch bin ich immer finanziell abhängig und... ja. Was könnte passieren, wenn du sagst, Mama, Papa, das hier ist meine neue Freundin, die ist so alt und die hat zwei Kinder. Was könnte schlimmstenfalls passieren? Ach, ich denke mal, nach schlimmstenfalls... die würden mir dauernd reinreden. Die würden halt sagen, wieso fängst du gleich mittendrin an? Such doch gleich eine Frau, die noch keine Kinder hat. Oder fang doch bei null an, weil könnten du garantiert keine Kinder haben mit der Frau. Das würden sie mir halt schon sagen. Könnten sie dir schlimmstenfalls auch das Geld, den Geldhahn abdrehen? Ich glaube nicht, dass sie das machen würden. Nein. So, Matthias. Weißt du, dass jetzt die gute Zeit gekommen ist, im hohen Alter von 31 Jahren, was du jetzt bist, dich endlich mal von deinen Eltern abzunabeln. Ja, klar. Endlich mal eine eigene Position zu ergreifen. Endlich mal zu kämpfen. Man muss als Kind auch immer mal ein bisschen kämpfen gegen die Eltern, um sein eigenes Leben hinzukriegen. Bisher hast du nur funktioniert im Sinne deiner Eltern. Hast dir nichts entgegengesetzt. So, warst devot, glaube ich. Ja, natürlich. Ja, hast alles immer so gemacht, wie die wollten. Und jetzt ist der erste... Zum ersten Mal wahrscheinlich eine große Situation da, wo du dich selbst behaupten musst. Und das musst du machen. Ja, das war eben halt heute auch der Fall. Ich war halt eben bei ihr gewesen und es ging das Telefon und ich habe sie halt verleugnet und und das fand sie immer dann nicht toll. Und wir hatten ja aufgrund dessen ja auch schon mal einen Streit gehabt und ich konnte es gerade nochmal wieder zum Guten wenden. Und Matthias, wenn man sich in die Situation von der Frau versetzt, die ja eine erfahrene Frau schon ist, die schon einiges im Leben gemacht hat, zwei Kinder auf die Welt gesetzt hat und so weiter, ist das ein hochprovokantes Verhalten, was du an den Tag legst? Du verleugnest diese Frau. Du bist zu feige, dich zu der Frau zu bekennen. Ja, das stimmt. Und da kannst du aber an allen Fünfen kannst du es aber abzählen, dass diese Frau nicht lange bei dir bleiben wird, wenn du das so weitermachst. Du beleidigst sie ja permanent. Ja, ich bin mir dessen ja bewusst, weil ich habe mit einem Freund von ihr gesprochen, also einem guten Bekannten, und der sagt eben halt auch, also ich sollte schleunigst was machen. Und ich hatte ihr dann auch versprochen, dass ich dann so allmählich eben halt sie erwähnen werde. Ich hatte dann letztens auch ein Gespräch gehabt und dann sagte ich halt auch zur Mutter, weißt du, ich treffe mich heute mit einer Bekannte und habe ihr halt auch gesagt, dass ich mit ihrem Sohn eben halt unterwegs war. Ja. Also das ging aber nicht schnell genug. Das kann ich auch verstehen. Was soll dieses vorsichtige Ranführen? Da sitzt du am Küchentisch von deiner Mama und dann sagst du, pass mal auf, ich habe eine neue Freundin. So und so und so und so ist das. Oder ich habe eine Freundin.
Da musst du nicht stückchenweise die Dame, deine alte Dame, daran führen, an die böse Wahrheit. Unsinn, das ist dein Leben. Ja, gut, klar. Ja. Es ist leicht gesagt als getan eigentlich, aber... Ja, aber du musst es tun. Nur wenn du es tust, bist du einen Schritt weiter für dich. Also ich werde doch vor die Wahl gesetzt. Also ich habe das jetzt mal wieder gemerkt und... Achso, sie stellt sich, deine Freundin stellt dich schon vor die Alternative, entweder... Ja, ich merke das jetzt schon immer mehr. Also das war jetzt auch der Grund, warum ich dann heute Abend dann wieder zu mir gefahren bin und gesagt habe, weißt du, ich fahre jetzt los, weil ich hatte schon so gute Laune gehabt und irgendwie bist du jetzt auch bedrückt und das geht dir halt nicht schnell genug und... Matthias, du bist 9 Monate mit der Frau zusammen. Da hat die auch verdammt das Recht zu sagen, es geht ja nicht schnell genug. Ich stehe voll auf der Seite von deiner Freundin. Ja, ich weiß. Nicht nur wegen deiner Freundin, sondern auch wegen dir. Weil ich genau weiß, egal ob es um diese Frau geht oder um irgendeine andere Frau, dass es für dich gut ist, wenn du das machst. Und wir können um 100.000 Euro wetten, dass du irgendwann sagen wirst, wenn du das jetzt machst, das war gut, dass ich es gemacht habe. Ja, es ist halt einfach nur, das ist immer das Problem. Ich traue mich halt einfach nicht. Ja, aber du hast dich schon seit 10 Jahren nicht getraut, irgendwas zu machen. Ja. Nimm doch diese Situation beim Schopf und entscheide dich einfach dazu, wenn du auch innerlich zitterst und dir das Herz in die Hose rutscht, mach es jetzt. Mach es. Ja, ich muss halt sagen, sonst geht das jetzt einfach den Bach runter. Ja. So, gut, dass wir haben reden können. Vielleicht habe ich dir noch ein bisschen Mut zusprechen können. Ja, auf jeden Fall. Aber du musst es natürlich durchziehen, du ganz alleine. Ja, das stimmt. Und nicht nächste Woche, sondern jetzt in den nächsten Tagen. Ich glaube, sie verlangt es halt auch jetzt von mir, weil sie hat auch keine Lust mehr. Sie sagt ja auch schon irgendwie, seit Monaten hat sie mit mir schon darüber gesprochen und sie hat keinen Bock mehr, einfach nur noch verleugnet zu sagen. Also Matthias, jetzt steht das Pfingstwochenende vor der Tür. Ein guter Anlass, die Eltern zu besuchen und sie von der schönen Wahrheit in Kenntnis zu setzen. Okay? Ich mache es, alles klar. Vielen Dank, Julia. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Mein Mann ist ein Weichei, sagt auch, vermute ich mal, die... jetzt habe ich mich hier vertippt. Jetzt bitte ich mal meine Regie nochmal. Ja. Die Irina ist hier. Irina, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Irina. Schön, dass ich mit dir reden kann. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, heute ist, das Thema passt bei uns heute wie die Faust aufs Auge. Aha. Ich sag zwar nicht, mein Mann ist ein Weichei, aber ich rede im Namen von meiner Mutter und ich muss sagen, mein Papa ist nicht der Mann, der er sein könnte. Oh. Und meine Mama sitzt neben mir, sie möchte zwar nicht reden, aber ich rede in ihren Namen. Okay, schönen Gruß an die Mama. Schönen Gruß, Mama. was bringt dich oder euch... bringt euch das, ist die Erkenntnis neu jetzt? Was bringt euch dazu? Also ich muss ein bisschen ausholen und zwar, mein Papa hat vor 1,5 Jahren, nach fast 30 Jahren, seine Arbeit verloren. Mhm. Er hatte einen sehr männlichen Beruf, Feuerwehrmann bei einem großen Autokonzern. Mhm. Die ersten 2 Monate war es wie Urlaub, ist ja ganz klar. Mhm. Und dann kam die Krise. Mhm. Er hatte viele, viele Pläne, die er, also den Keller ausbauen und sonst was alles noch zu machen. Aber er konnte dann im Endeffekt mit sich selber nichts mehr anfangen. Er wurde deprimiert, er ist 49 Jahre alt. Man findet mit dem Alter nicht mehr so leicht Arbeit. Mhm. Und er ist deprimiert geworden deswegen. Mhm. So, und dann ging es los. Er war schon immer konfliktscheu. Mhm. Auch schon, als er in seiner Arbeit aktiv war? Ja, aber noch nicht so ganz schlimm. Er hat sich auf der Arbeit sehr eingesetzt für andere. Er war sogar Vertrauensmann. Mhm. Also er hat alle möglichen Positionen da inne gehabt, aber im Privaten war er immer schon konfliktscheu. Er hatte keine leichte Kindheit, das muss man dabei sagen. Er hat von seinen Eltern viele Konflikte mitbekommen und er hat auch wirklich gelitten, seine Brüder auch. Aber meine Mama hatte auch keine leichte Kindheit, das muss man dabei sagen. Das war also schon irgendwie in ihm gesät, diese Konfliktscheue. Das ist jetzt richtig rausgebrochen, seitdem er keine Arbeit mehr hat. Genau, es geht ja jeglichen Konflikten aus dem Weg, absolut. Mhm. Also zum Beispiel, wir haben eine ziemlich große Familie und die meisten sind ganz ehrlich gesagt nicht so toll. Mhm. Und eine Tante von mir, die hat ihn schwer beleidigt. Mhm. Er kann sich nicht selber verteidigen, das macht meine Mutter für ihn. Was hat die Tante gesagt?
Meine Oma ist gestorben und sie hat ihn wirklich beschuldigt, unterschlagen zu haben. Bei der Oma war nichts da, was hätte unterschlagen werden können. Und mein Papa ist auch nicht der Typ dafür. Also eine böse Unterstellung, die eine wirklich nicht stimmte. Ganz, ganz böse Unterstellung. Und er hat sich nicht gewehrt. Er hat sich nicht gewehrt. Was hat er gesagt? Hat er gar nichts gesagt? Er hat sich zu Hause aufgeregt. Das ist so seine Art. Nein, Mama. Er riecht sich zu Hause auf, er erzählt uns das und wenn es dann darum geht, die Leute wirklich selber zu konfrontieren, tut er das nicht. Und das ist in jeglichen Bereichen so. Wir hatten vor kurzem einen Diebstahl im Garten, uns wurde im Garten was gestohlen. Ja. Er ist der Begegnung mit der Polizei aus dem Weg gegangen, ganz einfach, weil er sich dem Konflikt nicht stellen wollte. Wobei da ja gar kein Konflikt war eigentlich. Ja, aber das ist, er hat sie zwar angerufen, aber er will sich dem nicht stellen, sowas. Das ist ganz normal. Ja, er hat das Gefühl, er hat seine Männlichkeit verloren, dadurch, dass er die Arbeit verloren hat. Zu Hause spielt er den Macho so ein bisschen. Ach, das tut er deiner Mutter gegenüber? Uns beiden gegenüber. Wie äußert sich das? Ja, also Bestimmt er Sachen, was ihr machen sollt? Oder? Teilweise auch. Er ist vor uns so ein bisschen, da lässt er wirklich den Mann raus. Ja, also da geht er den Konflikt nicht. Er sagt uns auch die Meinung ganz dolle teilweise. Ach so, da geht er den Konflikt nicht aus dem Weg. Genau. Bei euch. Aber wenn irgendwo ein Konflikt ansteht, dann sagt er im Gegenwart von uns, ich sag dem das und das und im Endeffekt kommt nichts. Also bei euch ist er mutig und wagt da schon mal eine dicke Lippe. Genau. Aber sobald es dann nach draußen geht, zieht er den Schwanz ein. Genau. Und auch, er kann im Moment auch meine Mutter nicht mehr trösten, wenn irgendwas ist. Er ist kalt geworden. Er vermeidet jegliche soziale Kontakte. Er hat einen sehr guten Freund von seiner ehemaligen Arbeit. Die sind beide zusammengegangen. Und der erinnert ihn wohl so an die Arbeit, dass er zu ihm keinen Kontakt mehr haben möchte. Er bricht jegliche Kontakte ab. Das heißt, er sitzt ganz viel zu Hause rum. Er sitzt viel zu Hause rum. Er hat jetzt einen Nebenjob. Ja. So, das ist ja für ihn wieder ein Stück weg Männlichkeit. Das Problem ist, er definiert sich jetzt nur noch über den Job. Was macht er denn? Er fährt nebenbei, Kurierfahrer. Ja. Das ist so, wir hätten gerne die Wochenende für uns, das wäre auch möglich, aber er traut sich seinem Boss nicht die Meinung zu sagen, aus Angst, er verliert den Job. Also da höre ich aber ganz tiefe Unzufriedenheit aus dir sprechen. Ja, ich rede aber wirklich auch für meine Mutter. Deine Mama, ja, genau. Wir haben den ganzen Tag diskutiert darüber. Wir diskutieren eigentlich nur noch. Und, du wohnst auch zu Hause, ne? Ich wohne noch zu Hause, aber ich habe Angst, ich wandere im September aus. Wohin? Nach Frankreich. Das heißt, deine Mama ist dann alleine mit ihm? Ja, eben. Die sind beide alleine miteinander. Gibt es sonst noch Kinder? Nein, ich bin die Einzige. Du bist die Einzige. Also fühlt man sich ja noch mehr verantwortlich, genau, wenn man ein Einzelkind ist. Würdest du sagen, dass die Ehe zwischen dir, zwischen deiner Mama und deinem Papa eigentlich sehr unglücklich ist im Moment? Im Moment ist sie sehr unglücklich. Ich habe auch noch ein Beispiel, wenn wir die Zeit dafür haben. Ja. Und zwar, dass der letzte Strohhalm der Männlichkeit, an den er sich so ein bisschen klammert, außer dem Fahren, das ist, dass er das Finanzielle regelt. Ja. Nur meine Mutter möchte auch Einsicht in die Sachen haben, ganz einfach, es kann mal was passieren. Na klar. Wir wollen jetzt nicht schwarz malen, aber es kann passieren. Ja. So, und er möchte sie da nicht mit einbeziehen, ganz einfach. Er möchte er ist der Macho da und das ist seine Sache. So, und jetzt habt ihr beiden ja wahrscheinlich viel schon gesprochen, deine Mutter und du. Wir reden tagelang. Das heißt, die ganzen Sachen sind schon mal ausformuliert. Ja. Hat deine Mutter denn vielleicht im Vier-Augen-Gespräch oder wenn du auch dabei bist, oder fragen wir erstmal nur deine Mama, hat deine Mama mit ihm alleine das alles schon mal so besprochen und ihm so hingelegt? Ja, natürlich hat sie das, nur er versteht es nicht. Er ist stur. Er fühlt sich angegriffen, er fühlt sich als Opfer. Dabei haben wir alle gesagt, wir haben alle einen Teil weg Schuld daran. Fühlt er sich vielleicht auch von euch beiden Frauen so in die Ecke gedrängt? Ja, heute Abend auch wieder. Wir wollten ihn nur, meine Mama wollte ihn nur begreiflich machen, dass sie wieder so ein bisschen ihren alten Mann zurückhaben möchte, praktisch den Einfühlsamen, der so ein bisschen auch für sie eintritt. Und sie möchte nicht mehr, sie kann nicht mehr, sie möchte nicht mehr die Starke sein. Weißt du, was mir gerade für eine Idee kommt? Ja. Ich weiß es gar nicht, ob das ein richtiger Gedanke ist. Das ist keine Idee. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn du auswanderst. Ja. Vielleicht ist das sogar ganz gut, dass die beiden dann auf sich gestellt sind und er sich dann auch nicht so eine Übermacht gegenüber sieht. Ja. Und vielleicht rappeln die sich dann eher zusammen, als wenn da so die geballte Weiblichkeit da vor ihm steht und er in der Enge ist. Das habe ich mir auch schon gedacht. Also ich mache mir auch ein bisschen Vorwürfe, weil ich versuche, es sind meine Eltern, ich habe sie beide lieb und meine Mama hat auch gesagt, sie hat ihn auch noch lieb, sie kann halt nur nicht mehr. Vielleicht mischst du dich aber auch zu viel ein. Ich mische mich zu viel ein, auf jeden Fall, da gebe ich dir auch vollkommen recht.
Ja. Aber ich möchte helfen. Weißt du, es ist einfach. Ja, aber manchmal, ich meine, du, das sind erwachsene Leute, deine Eltern. Die haben eine Ehe hinter sich, die haben sehr, sehr viel Erfahrung schon. Vielleicht solltest du bist auch schon 25 Jahre und nicht mehr die Kleine. Vielleicht solltest du auch einfach die Größe dann haben zu sagen, das müsst ihr jetzt alleine regeln. Ich kann zwar so meine Meinung sagen, aber ich muss mich da eher ein bisschen rausziehen. Da hast du vollkommen recht, da gebe ich dir auch recht. Und es ist schwer, ich arbeite auch an mir schon, dass ich sie alleine lasse. Nur ich habe manchmal das Gefühl, dass die Mama allein diesen Panzer von ihnen nicht durchkriegt. Diesen Panzer von deprimiert sein, von so, da habe ich ein bisschen Angst vor. Und ich habe auch Angst um meine Mama und um meinen Papa, wenn ich weg bin. Ich weiß, das ist total dämlich, aber... Ja, aber vielleicht ist das ganz gut, wenn also die Eltern müssen die Kinder loslassen, aber die Kinder müssen auch die Eltern loslassen. Ja, ich denke, da hast du auch vollkommen recht. Und vielleicht ist es ja ganz hilfreich für deine Mutter. Ich glaube gar nicht mal, wie du es jetzt beschrieben hast, dass dein Vater bereit wäre, zu einer Eheberatung zu gehen. Nein, mein Papa, da hast du vollkommen recht mal wieder. Er ist, glaube ich, nicht bereit, zu einer Eheberatung zu gehen. Vielleicht wäre es ganz, ganz ratsam, wenn du weg bist, dann ist ja eh alles anders im Haus. Dann sind ja die Gewichte verlagert und deine Mutter nicht so gut mit allem klarkommt, dass sie für 1, 2, 3 Mal alleine mal zu einer Eheberatung geht. Ja. Das kann man ja auch machen. Meinst du, das würde sich dann auch etwas ändern, dass er vielleicht dann mehr bereit ist, Freunde zu akzeptieren, wenn ich nicht mehr da bin? Vielleicht, es kann ja sein. Ich merke schon, dass du bist schon eine sehr massive Person. Ja, danke schön. Ne? Das ist ja auch nicht schlecht teilweise. Nee, das ist gut. Das ist im Prinzip ist das ja eine gute Sache. Aber manchmal ist das Guten auch zu viel. Du meinst es ja auch gut, das glaube ich ja auch. Ja, ich weiß es auch selber. Und manchmal, ich finde auch gut, dass du mir das nochmal sagst. Aber, ich weiß es ja. Manchmal kann man dadurch auch Dinge zerdrücken. Ja. Die sind alt genug, lass die mal ihren Kram erstmal alleine machen. Ja. Und wenn die Mutter vielleicht eine Anlaufstelle hat, wo sie sich vielleicht auch wirklich mit einem neutralen Fachmann oder Fachfrau mal beraten kann, dann wäre das vielleicht schon mal ein ganz guter Ansatz. Ja, und vielleicht ist er dann, wenn er sieht, dass es was nützt, vielleicht ist er dann auch bereit, das vielleicht zu machen. So, und jetzt schlage ich vor, dass mein Psychologe noch ein paar Worte mit dir spricht. Oh ja, und gut. Er kann dir dann noch ein paar Beratungsstellen in eurer Umgebung nennen. Gut. Gibst du ganz einfach deiner Mama weiter und dann kann sie ja entscheiden, ob sie und wann sie das in Anspruch nimmt. Okay, ich danke dir für alles und deine Sendung ist echt super, du hast schon so vielen geholfen, also du bist prima. Dankeschön, sehr, 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 sehr lieb von dir. Jetzt habe ich den Namen für Irina, ne? Genau. Ungewöhnlicher Name, Irina. Ja. Du legst bitte auf und der Peter ruft dich an, mein Psychologe. Okay, dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, weiter geht es mit der Jasmin. Und Jasmin ist 26 Jahre alt. Stimmt das? Hallo? Grüß dich, Domian. Ja, 26, ne? 26. Ja. Schönen guten Morgen. Marvin. Dein Domian. Mann, dein Freund, dein Mann ist ein Weichei. Genau, ein Süßer dazu. Ein süßes Weichei. Ein ganz süßer. Erzähl mal ein bisschen. Ich muss nur da halt zu betonen, ich komme aus dem Süden, sprich aus der Türkei. Ja. So, und bei uns, ich weiß jetzt nicht, zur Mehrzahl der Männer sind wirklich... ich sag mal, nach außen der Hengst, sowohl auch im Haushalt. Ja. Sie tun nichts anderes, außer das Finanzielle und, sage ich mal, manchmal die Frauen noch zu beglücken und das war's. Ja. So. Und meiner dagegen ist total ein ganz süßer, der hilft mir. Also ich kann dir, sag ich mal, eine Geschichte erzählen. Ich war gestern bei einer Freundin. Ja. Und dann komme ich nach Hause, die Wohnung riecht so lecker. Der hat den Boden gestaubsaugt, der hat den Boden gewischt, der hat die Wäsche schon aufgehangen und dann komme ich und dachte ich, wow. Naja, aber ich sag auch nicht, oh, das hast du toll gemacht, weil das macht man. Ich sag mal, schön. Macht er das denn so, ich sag mal, macht er das aus Weichheit? Oder macht das, weil er einfach ein super netter Kerl... Es macht ihm auch Spaß. Er sagt auch, weil er ist auch ein sehr sauberer Mensch. Ja. Wenn ich dagegen bin, wirklich manchmal denke ich, ich stecke im falschen Haut, so, weil ich der Unordentliche bin, ja, sage ich. Ja. Und er derjenige ist. Aber das Problem bei uns ist die Familie. Soweit auch meine Eltern und seine Familie. Mhm. Die sehen, also er macht das ja jetzt auch, jetzt sage ich mal nicht intensiv, dass er Tee oder so bringt zu Besuch, aber ich sitze hier und er fängt an zu staubsaugen. Oder er geht ins Kinderzimmer, räumt das Kinderzimmer auf. Er wickelt die Kleine frisch, er gibt ihr die Flasche. Und dann sind natürlich die anderen dabei, die Brüder. Sagen, hör mal, was ist mit dem los? Was die rumpfen mit dem? Das ist ja auch nach der Ehe erst alles so. Also vorher hat man ja auch keine gemeinsame Wohnung. Das hat sich ja alles in der Ehe erst so entwickelt. Ach so, das heißt, also vorher hast du das gar nicht an ihm so gewittert, dass er so Nein, drauf ist. Das ist ja, wir sind jetzt gestern, sind wir 2 Jahre verheiratet. Gestern war unser 2-Jahres-Heirat. Wie ist das denn, wenn er so draußen ist, so unter anderen Männern? Da macht er das natürlich
nicht. Da, so da ist er auch der Hengst und der Macho? Oder? Ja, genau, sag ich mal so. Also er macht das wirklich nicht so, aber auch wir haben immer Full House. Also es kommen immer Freundinnen und Freunde. Ja. Und dann sitze ich hier mit den Mädels, trinke Kaffee und er fängt an, um uns herum zu staubsaugen. Aber da bekennt er sich ja dann quasi dazu. Genau, das ist ja dann zu Hause. Auch, ja gut, aber da sind ja auch Leute da, die sehen das. Genau, die Mädchens, also meine Freundin. Die Mädchen auch, und die Jungs und die Männer auch. Und die machen sich lustig über ihn dann sicher, genau, oder? Und die sagen auch, der war ja nicht so, was hast du mit dem gemacht? Aber das ist doch eigentlich wiederum ein sehr mutiges Verhalten. Genau. Ne? In der klassischen türkischen Männerwelt ist der Mann, wie du gerade auch gesagt hast. Ne? Und das Domian, ich sehe das auch in der Familie. Mein Bruder, wenn er isst, glaubst du, noch nicht mal, das Essen muss davor stehen. Das sehe ich auch bei meinen Schwagers, bei meinem Vater und so. Das Essen steht da schon. Mhm. Und abräumen, um Gottes Willen, der Mann räumt das weg. Mhm. Das ist mal so eine Beleidigung. Ich sag mal, hör mal, räum das mal bitte wieder weg. So, jetzt ist aber eine wichtige Frage. Ist er dir einfach, verhält er sich dir gegenüber einfach nur sehr zuvorkommend und nett und gleichberechtigt? Ja. Oder ist er auch gänzlich so, ja, sich sehr devot dir gegenüber? Oder vertritt er schon auch seine Meinung in verschiedenen Angelegenheiten? Oder macht er alles, immer alles, wie du es möchtest? Domian, der macht natürlich jetzt, er versucht wirklich glücklich zu, er sagt, wenn ich glücklich bin, ist er das auch. Mhm. Ich arbeite als Aushilfe, nur als mein Taschengeld und für die Kleine etwas aufzupeppen. Und er arbeitet als Nachtschicht auch noch und er macht das. Und ich bin manchmal müde von nur ein paar Stunden Arbeit. Nein, der Hintergrund meiner Frage war, vorhin am Anfang hatte ich die Anruferin, die Nicole. Und die erzählte, dass ihr Freund auch so ähnlich ist, wie du es gerade beschrieben hast. Und der war das zu langweilig. Nö, weil der macht das. Domian, ich habe nur Angst natürlich, dass die Leute ihnen das Ganze aufgeschwätze, dass sie irgendwann auch sagt, hör mal, ich habe keinen Bock mehr. Ach so, davor habe ich auch natürlich ein bisschen Bedenken, nicht, dass ich ihn zu viel machen lasse oder so. Mhm. Aber er bügelt meine Hosen. Ich sag mal, kannst du mir das bügeln? Das ist also trotz allem, was er macht, hast du noch Respekt vor ihm? Ja, natürlich. Das ist eine wichtige Frage. Er kann manchmal hart sein, du. Ah ja, das meinte ich jetzt. Ja, das meinte ich. Er kann natürlich, aber ich lasse es ja nie dazu. Ich bin ja auch ein Mensch. Ich sage immer, ich gebe nach. Und so. Da kann man dich ja nur beglückwünschen zu so einem Mann. Ja, natürlich. Das ist doch wunderbar. Die Familie, die schimpft, also sogar meine Eltern, die sagen immer, hör mal, du Mann hat Hunger, koch ihm was, mach ihm was. Sag ich mal, wenn du Hunger hast, geh doch bitte in die Küche und mach doch was, ich hab auch Hunger und so. Dann steht er manchmal auf und macht das, finde ich total süß. Aber neben meinen Eltern natürlich sagt er auch mal, hör mal, ich mach das nicht neben deinen Eltern, sonst kriege ich immer Ärger. Ach so, dann macht das. Ich muss immer halt sagen, oh Gott, oder er erlaubt auch immer alles. Ist er denn schon mal richtig so böse angemacht worden von anderen Männern aus der Familie? Noch nicht. Davor habe ich ja auch Angst. Er sagt ja auch, ich habe Angst, dass er natürlich von den anderen, er verteidigt sich ja auch natürlich. Mhm. Er sagt auch, die ist kaputt, die kann gerade von der Arbeit oder so. Mhm. Dann lache ich immer so. Ich hatte einen sehr anstrengenden Tag heute. Also, Jasmin, ich finde das super, was da bei euch ist. Ich sage ja auch. Ich sag auch die kleine Domian, ich habe noch nicht einmal bei uns in der großen Familie, glaub mir, wir haben wirklich eine große Familie, nicht einen meiner Brüder, sprich ein anderer mit einem Kind, alleine gesehen. Das macht man nicht. Dafür ist die Frau da. Ich sage auch, mein Gott. Aber diese Einstellung hat den. Aber ich habe auch lange gebraucht. Also ich habe immer gesagt, eine Frau ist nicht fürs. Eigentlich müssen viele andere Frauen aus der Familie dich insgeheim doch beneiden. Nein, tun die nicht. Die schimpfen ja auch noch. Die sind nur neidisch. Letztendlich genau, sind neidisch. Ich glaube, letztendlich im tiefen Inneren werden sie neidisch sein. Denn, ja. denn du hast ja ein wunderbares Leben so. Domian, der erlaubt mir auch, glaubst du mir manchmal, wenn ich sage, wir haben es versucht, wirklich alles. Ich bin auch nicht undankbar. Mhm. Ich danke mich halt, indem ich wirklich dann manchmal was vorhabe, ihm lecker zu kochen. Mhm. Ich mache natürlich jetzt mal die Grundreinigung, WC oder so, sowas mache ich. Aber Domian, der geht auch nicht. Ich sage, ich bin bei einer Freundin, ich komme wieder, die Wohnung ist schön aufgeräumt. Mhm. Und das natürlich, und dann die Brüder oder die Cousins, auch meine Familie, hör mal, der ist dann ein Schwuchtel oder so, sag ich mal. Ja, sowas sagen die. Bescheuert, das hat ja nichts mit Schwuchtel zu tun. Er macht das halt gerne und ich lasse ihn, er wechselt die Kleine. Ein Kind habt ihr? Wir haben jetzt eine gemeinsame einjährige Tochter. Und er macht das auch gerne. Er sagt, ich bin der Vater. Und das erste Domian, wo die Kleine war, hat er mich gefragt, darf ich die wechseln? Mhm. Da habe ich erstmal geguckt und gesagt, ja klar, darfst du das machen. So. Also, da kann man sagen, Weichei, aber ein sehr süßes Weichei. Ein süßes, genau, das gehasse ich ja nicht. Ich habe auch immer Angst, die Familie könnte ihn
halt immer, weil für seine Familie ist das ja ganz schlimm, weil die Brüder sind wirklich ganz anders. Der Bruder kommt von der Arbeit, da müsst ihr gut zusammenstehen. Ich finde das sehr fortschrittlich, was da abläuft bei euch, und finde es super und kann dich wirklich, ich sag's nochmal, beglückwünschen dazu. Ja, das sage ich auch mal. Ich hoffe, mein Glück hält. Ja, das wünsche ich dir auch wirklich sehr. Grüß dir mal sehr herzlich von mir. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Und ich wünsche euch beiden wirklich alles Liebe und alles Gute weiterhin. Danke, danke. Tschüss. Tschüss, Jasmin. Tschüss. Hier ist Barbara. Barbara ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Barbara. Es rufen so viele junge Frauen. Ich bin ganz baff. Ja. Und zwar war ich auch ein Jahr und 4 Monate mit einem Weichei zusammen. Ja. Und das ging damit los, wenn wir auf eine Party gehen, und da musste ich ihm schon die Anziehsachen rauslegen, habe ich ihn gefragt, findest du das denn in Ordnung? Da hatte er auch nie eine eigene Meinung, und ja, ist ja egal und wird schon stimmen. Und wenn man dann von der Party wiederkam, dann ist man natürlich mit dem Nachtbus nach Hause gefahren, da hat mich auch mal so ein Typ angepöpelt, und da hat er irgendwie nichts gesagt und sich einfach damit aus der Affäre meiner Meinung gezogen, weil jeder normale Mann, wenn ein Mädchen da im Bus angepöpelt wird, wird ja sagen, ey, lass meine Freundin in Ruhe oder sowas, und irgendwie gar nicht. Ja. Hast du es ihm dann so gesagt? Ja, habe ich ihm gesagt, aber wenn Hat er das kapiert, oder war ihm das gar nicht so klar, wie er sich verhält? Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe ihm das so gesagt, aber manchmal habe ich gedacht, das geht an ihm so vorbei. Da hat er sich das so für den ersten Moment gemerkt, aber wenn dann irgendwie wieder eine ähnliche Situation auftrat, hat er sich irgendwie genauso wieder verhalten. Also jetzt hast du gerade schon zwei Beispiele genannt. Gab es noch ein eklatantes Beispiel, wo du dann sagtest, vielleicht auch am Ende der Beziehung, nee, so geht es nicht mehr, ich halte das nicht aus? Ja, also der Hit war ja, wo er mal ein Knöllchen bekommen hat. Mhm. Da hat er mich zum Ordnungsamt geschickt, ich soll das doch mal bitte regeln. Weil, also da dachte ich auch. Ja. Also das klingt so ein bisschen so, so faul, träge und auch ein bisschen feige. Ja. So eine Mixtur irgendwie. Ja, oder auch wenn wir irgendwie eine Diskussion oder sowas hatten, er konnte mir irgendwie kaum Paroli bieten, und auf der Zeit wird das dann auch irgendwie langweilig. Das ist der Punkt. Ja, und deswegen habe ich mich auch letztendlich von ihm getrennt. Wie gesagt, wir standen auch dreimal vorm Zusammenziehen und sowas, und er hat dann irgendwie mal einen Rückzieher gemacht. Einmal sogar kurz bevor wir einen Mietvertrag unterschrieben haben. Hast du das denn auch schon so ein bisschen am Anfang gemerkt und hast es nur zur Seite gewischt, nach dem Motto, wird ja nicht so schlimm sein? Ja, am Anfang war der richtig lieb. Also ich war gerade frisch von meinem Freund getrennt, und er kommt mir halt voll das geben, was mein Freund mir vorher nicht so geben konnte. Da habe ich das noch als total lieb empfunden, und ja, dann irgendwie, ja, ich habe das erst so 2-3 Monate später geblickt, dass das dann vielleicht doch wirklich ein Weichei ist irgendwie, weil er war 32, hat noch bis 32 bei Mama gewohnt, und... Ich glaube ja immer, der Hintergrund meiner Frage ist, Barbara, dass Leute, die sich so weiche Partner suchen, dass das auch immer etwas mit einem selbst zu tun hat. Es stellt sich die Frage, warum, wenn das öfters vorkommt, ich meine, einmal kann es mal passieren, aber wenn es vielleicht im Laufe des Lebens ein paar Mal vorkommt, da kann man sich ja fragen, warum suche ich mir immer genau so einen Typ aus? Warum brauche ich das? Brauche ich das sogar? Und so weiter. Aber bei dir war es die erste Erfahrung mit einem solchen Mann. Ja, das war die erste Erfahrung. Also ich hatte davor auch schon einen festen Freund, mit dem ich 3,5 Jahre zusammen war, und der war total das Gegenteil. Also der hat mir auch gesagt, wenn ihm was gestört hat, und er konnte mir richtig Paroli bieten, und ja. Und so gefiel es dir auch. Und das konnte er irgendwie so gar nicht. Als ihr euch getrennt habt, ging die Trennung, gehe ich mal von aus, die hast du in die Wege geleitet. Oh ja, das ist ganz heftig. Also es ist seit 2. Mai 2005 Schluss, und er ruft mich halt immer noch an, er liebt mich, und ja, am Anfang hatte ich noch ein wenig Kontakt mit ihm, und es ging sogar so weit, also einmal hat er sich richtig was getraut, da hatte ich einen neuen Freund, zu dem ist er sogar hingefahren, hat gesagt, mach Schluss mit der, ich will ihn wieder haben. Oh, das war ja eine große Leistung. Da hat sich das auf jeden Fall voll zum Gegenteil irgendwie gekehrt dann, und... Hat dich das beeindruckt? Nein. Nee, nicht mehr. Nein, das hat mich ganz peripher tangiert, also absolut nicht, weil also es über war einfach zu spät, und ich hatte schon einen neuen Freund, und ja... Mhm. Also das über ein Jahr getrennt jetzt, und er ruft, aber jetzt ruft er nicht mehr an. Nee, also wir treffen uns jetzt noch ab und zu, wir stehen jetzt zurzeit im freundschaftlichen Kontakt, so maximal einmal die Woche, weil ich auch merke, dass es ihm schwerfällt, weil er auch immer noch sagt, er liebt mich, und von meiner Seite ist halt absolut nichts mehr, weil ich habe jetzt auch mittlerweile einen neuen Freund, und aber einmal in der Woche finde ich noch viel, wenn man sich einmal in der Woche mit dem Ex trifft, mit dem man schon ein Jahr getrennt ist, von dem man schon ein Jahr getrennt ist. Ja, das hat aber einen anderen Hintergrund, jetzt nicht, weil ich irgendwie mit ihm quatschen möchte, sondern weil er zurzeit leider arbeitslos ist und er sich halt nicht so ausdrücken kann, wie ich ihn dann Bewerbung schreibe, also
dann wird das Praktische immer mit dem Nützlichen verbunden sozusagen. Aber da hast du dann auch wieder eine führende und eine dominierende Rolle, ne? Kann man ja auch sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, also auf jeden Fall. Im Internet nach Stellen suchen und darf ihn auch schön die Anschreiben schreiben und sowas. Ja, das mache ich aber, weil er ja aber in der Zeit auch nicht schlecht war sozusagen. Ja, aber definitiv ist die Luft raus, was eine Partnerschaft, was eine Liebe anbelangt. Ja, auf jeden Fall. Ja, also bist du auch keine Frau für weiche Männer. Du brauchst einen Kerl, der dir zumindest auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe dir gegenübersteht, ne? Auf jeden Fall, ja. Barbara, alles Gute. Danke für deinen Anruf. Ja, danke, Domian. Kann ich noch ein Autogramm von dir machen? Ja, leg auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, tschüss. Danke, Domian. Und Lob an deine Sendung. Dankeschön, tschüss. In der Technik war Gero Kuntermann. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr.